Danke. Ich bin Kathi. Für einen Tag tausche ich Bürostuhl und PC gegen Traktorsitz und Heugabel. Und dafür habe ich mir den Bauernhof von Wolfgang und seiner Familie im oberbayerischen Dorfen ausgesucht. Hi Wolfgang. Na Kathi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Dann gehen wir gleich zum Düngerstapeln, okay. Dass wir den Heuballen haben können. Und es geht gleich richtig los. Wolfgangs Credo, nicht lange reden, machen. Das klappt nach ein paar Anläufen auch schon ganz gut. Stapler fahren, Kühe füttern, genau so habe ich mir das vorgestellt. Vor 3 Jahren verlor Wolfgang bei einem Arbeitsunfall seinen rechten Unterarm. Nach der Amputation wurde ihm bei Polig eine individuelle Armprothese angepasst. Und seitdem macht der junge Landwirt weiter, als wäre nie etwas gewesen. Hat es eigentlich lang so Übung gebraucht, bis du wieder mit der Prothese so arbeiten konntest wie früher? Oder? Die Übungszeit war relativ kurz, weil die Prothese von Anfang an gut passt und ich habe das, so wie es jetzt im Einsatz, im Alltag immer gleich voll hergenommen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und es liegt daran, dass du eigentlich nicht viel nachdenken musst, oder? Das passiert viel so. Genau, also ich habe da links und rechts 2 Elektroden drinnen. Man sieht es so ganz leicht im Ansatz. Mhm. Und gesteuert wird die Prothese über die Phantomhand. Das heißt, wenn ich gedanklich das Handgelenk nach außen stelle, macht die Hand auf. Wenn ich nach hinten stelle, macht es zu. Mhm. Und wenn ich ein Schnellsignal gebe, also ein schnelles nach außen Signal, dann dreht sie sich nach außen. Ein schnelles nach innen Signal, dann dreht sie sich nach innen. Schnell begreife ich, dass man hier auf dem Hof mit beiden Händen anpacken muss. Ganz schön vielseitig deine Arbeit. Das ist ja das, was mir an dem Beruf Spaß macht, weil man einfach nie immer das Gleiche macht, sondern macht immer was Unterschiedliches. Ja, ja. Und dazu gehört auch Traktorfahren. Schönes Wetter, weite Landschaften. Ach, was will man mehr? Außer vielleicht mal einen Kaffee zwischendurch. Hat die Amputation irgendwas an deiner Lebenseinstellung geändert? Denkst du irgendwie anders übers Leben nach oder hast du deine Zukunftsziele anders gesetzt? Weil sicher denkt man am Anfang, wie soll das Ganze weitergehen. Und momentan gehe ich eigentlich jetzt den gleichen Weg wie vorher, eigentlich ohne die Amputation gegangen wäre. Ja. Ich werde früher oder später den Betrieb übernehmen. Und da habe ich jetzt keine Bedenken, nicht, dass das funktionieren wird. Wolfgang erzählt mir, dass er auf der Suche nach einer passenden Prothese schnell auf die Firma Polig stieß. Geschäftsführer Michael Schäfer begleitet den jungen Landwirt von Anfang an und macht ihm Mut. Dann ist der Herr Schäfer gekommen und hat mich da einfach mal aufgeklärt, wo es alles möglich ist. Hat mir verschiedene Patienten über Videos vorgestellt, wo sie alles wieder machen können. Und da schafft man dann schon wieder Hoffnung. Ja. Was mir neidisch gut gefällt, wenn wirklich technisch was fehlt, was sehr selten ist, dann kann ich an demselben Tag noch kommen und werde das repariert. Wolfgang nimmt an einem Forschungsprojekt von Polig teil und darf die neuesten Entwicklungen auf Herz und Nieren im Alltag testen. Hightech für noch mehr Fingerspitzengefühl. Weiter geht's mit Stall ausmisten und melken. Ist die trächtig oder einfach nur dick? Die ist einfach nur dick. Über 40 Kühe stehen bereits in den Startlöchern und wollen gemolken werden. Nachdem auch die Kleinsten mit Futter versorgt sind, heißt es, wenigstens für mich, Feierabend. Ja, ich hatte heute echt einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Ja, es war wirklich mega interessant und es hat auch echt Spaß gemacht. Und du kannst es alles so gut erklären und man sieht auch deine Freude einfach an dem Job. Und es war sehr inspirierend, auf jeden Fall. Ja, du hast ja alles super gemacht. Perfekt. Danke. Ja gut, dann fahre ich mal zurück, weil ich habe noch ein bisschen Weg vor mir. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns mal wieder. Ciao Wolfgang, mach's gut.